Was haben dieses Fernsehstudio in Leipzig und diese große und hohe Werkhalle in Markkleeberg gemeinsam? An beiden Orten wird viel Licht gebraucht und trotzdem Strom gespart. Aus diesem Fernsehstudio in Leipzig sendet der MDR das Boulevardmagazin Brisant. Und die vielen Lichteffekte dafür, die hat Werner Linke entwickelt. Herr Linke, wie wird damit Strom gespart? Ja, statt herkömmlicher Studioleuchten habe ich hier LEDs verbaut. Und diese sind computergesteuert. Damit lässt sich Farbwechsel, Helligkeiten unkompliziert realisieren. Und womit wurde das früher gemacht? Bisher haben wir das mit Leuchtefeuern realisiert, die aber sehr schnell verschleißen, wenn sie gedimmt werden und natürlich wesentlich mehr Strom verbrauchen. Wie Werner Linke mit solchen kleinen lichtemittierenden Dioden sogar eine ganze Werkhalle ausleuchtet und dabei eine Menge Strom spart, das schauen wir uns vor Ort an. Wir sind vom Fernsehstudio in Leipzig nach Markkleeberg gefahren und erleben gleich in dieser Werkhalle, wie die Studiotechnik von Werner Linke im Alltag funktioniert. Ja, schauen Sie bitte zur Beleuchtung, die ist jetzt noch voll an. Aber der Gabelstapler kommt jetzt und gleich werden wir sehen, was passiert. Die Leuchten werden dunkler. Ja. Die gehen aus. Warum? Es scheint mehr Tageslicht in die Halle. Wir brauchen weniger künstliches Licht und sparen somit Strom. Das ist das Prinzip, das wir hier anwenden. Der Gabelstapler verlässt die Halle. Und jetzt? Geht das Tor wieder zu? Die Leuchten gehen wieder an. Tatsächlich, unter Nutzung des Tageslichts wird also hier Strom gespart. Richtig. Und wenn das am Tag x-mal passiert, dann haben wir natürlich einen großen Stromsparfaktor. Und das ist das Prinzip, das wir hier in der Halle anwenden. Die Idee zu diesem Prinzip stammt von Lutz Kessler, der technische Leiter dieser Stahlbaufirma. Wie sind Sie denn auf diese stromsparende Idee gekommen? Da wir in unserer Halle lange Oberlichter haben, hat sich ergeben, eine tageslichtabhängige Beleuchtung einzubauen. Renommierte Anbieter konnten mir da nicht helfen. Aber, Herr Linke, wie sind Sie miteinander ins Gespräch gekommen? Also ich lasse hier meine Gehäuse herstellen für die LED-Technik. Und das hat mich interessiert und haben Herrn Linke dann gefragt, wie wir gemeinsame Projekte starten können, um das für unsere Halle hier einzusetzen. In dieser Werkhalle geht nur so viel Licht an, wie zusammen mit dem Tageslicht, das durch die Deckenfenster scheint, gebraucht wird. Herr Linke, wie haben Sie diese Idee umgesetzt? Für die 1200 Quadratmeter große Halle habe ich ein System aus 36 LED-Flutern entwickelt. 4 Lichtsensoren und ein Computer steuern das Ganze. Das schafft optimale Arbeitsverhältnisse bei weniger Stromverbrauch. In diesem Kasten befindet sich das Herzstück des Beleuchtungssystems. Ein Computer mit einem Steuerungsprogramm und gesteuert wird, Herr Linke, mit Sensoren. Aber wo befinden sich die? Ja, diese Lichtsensoren befinden sich an der Decke an unterschiedlichen Stellen. Wir messen das Tages-, das Innen- und das Außenlicht. Die Sensoren übermitteln das an den Computer und der steuert dann unsere zu Gruppen zusammengefassten LED-Scheinwerfer und dimmt diese auf und ab, je nachdem, wie das an den Arbeitsplätzen benötigt wird. Stromsparen mit einer neuen LED-Hallenbeleuchtung unter Ausnutzung des Tageslichts. Aber Herr Linke, hätte man so eine Kombination mit dem Tageslicht nicht auch mit einer herkömmlichen Hallenbeleuchtung erreichen können? Die herkömmlichen Halogenbeleuchtungen in den Industriehallen gingen nur bis 60% bisher zu dimmen. Mit unseren LED-Strahlern können wir viel weiter runter dimmen und haben ein höheres Energieeinsparpotenzial. Aber wenn so eine Leuchte immer wieder hoch und runter gedimmt wird, leidet die da nicht darunter? Nein, ganz im Gegenteil. Die Lebenszeit dieser LED verlängert sich. Wie das? Durch das Dimmen haben wir einen niedrigeren Stromfluss. Die LED wird nicht so heiß. Und damit haben wir natürlich auch eine lange Lebenszeit zu erwarten. Das leuchtet ein. Insgesamt sieht es ja in dieser LED-beleuchteten Halle nach viel Licht aus. Aber Herr Kessler, kommt denn auch an den einzelnen Arbeitsplätzen genügend Licht an? Zum Beispiel hier bei den Schweißern. Ja, die Schweißplätze ist ein besonderer Arbeitsplatz. Bei den Schweißern ist das immer das Hell und Dunkel. Und dadurch tun wir bloß mit 80% abdimmen, um ein gleichmäßiges Auslöschen des Arbeitsplatzes zu gewährleisten. An dieser Maschine wurde ja noch eine extra Leuchtenleiste angebracht. Warum denn das? An der Abkantpresse benötigen wir schattenfreie Beleuchtung. Und deshalb habe ich hier eine LED-Lampe konstruiert und die mit Klettband befestigt, weil wir nicht in die Maschine bohren dürfen. Und jetzt gibt es optimales Licht. Das computergesteuerte LED-Hallenbeleuchtungssystem ist jetzt seit einem Jahr in Betrieb.
Und Herr Kessler, wie sieht die Energiebilanz aus? Wir haben eine sehr gute Energiebilanz erreicht zu herkömmlichen Beleuchtungsmitteln und können unseren Stromverbrauch ungefähr um die Hälfte verringern. Also mit einer herkömmlichen Hallenbeleuchtung wäre es doppelt so teuer geworden. Ganz genau. Technik, die für Fernsehstudio-Licht entwickelt wurde, spart Strom in dieser Werkhalle. Aber so ein LED-Beleuchtungssystem, Herr Kessler, war ja sicher weit teurer als eine herkömmliche Anlage. Wann wird sich das amortisiert haben? Durch die hohe Stromeinsparung hat sich die Anlage schon im ersten Jahr amortisiert. Geld, das wir jetzt für zukünftige energiesparende Ideen einsetzen können. Dafür unser Daumen drücken. Und nächste Woche gibt es schon wieder neue Ideen und Erfindungen. Und das finde ich einfach genial.